Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 3. Ich wollte eben gerade Christoph nach Hause schicken, habe dann aber festgestellt, dass er hier eine attraktive Gesellschaft hat und mich würde jetzt eigentlich interessieren, wer diese attraktive Gesellschaft ist. Adalrich, Becky oder Jenny? Keine Ahnung, oder ist es hier Melissa? Ich habe keine Ahnung. Lisa Song. Oh je, die Kleine hat Hunger. Die Leute sind da schon wieder alle zu doof zum Heimgehen oder was? Ja, weißt du was? Du wirst jetzt einfach mal hier nach Hause gehen. Attraktive Gesellschaft. Baby war das einzige Wort, das Editha und Jake rausbrachten, als sie gefragt wurden, wieso sie so strahlten. Offensichtlich erwarten sie einen kleinen Wonneproppen. Okay. Es heißt, Gloria Hope habe ein schreckliches Geheimnis. Ob da was Wahres dran ist? Ja, sie ist ein Vampir. Sie hat sich damals zu einem Vampir verwandeln lassen. So. Können wir dann eigentlich noch Auto fahren lernen oder seid ihr dann alle schon zu. Ist halt alles schon zu. Wieso ist das schon wieder. Ach, die Mutter spielt einfach. Okay. Hier, Mama, du kannst hier mal bitte duschen und nach Hause gehen, bitte, obwohl du schon zu Hause bist. Harntrang, Hygiene, was essen. Oh je, das ist verdorben. Wieso ist das verdorben? So, Christoph, du kannst hier das verdorbene Essen mal ausräumen. Und dann gehst du auch was essen. Pfannkuchen. So. Du hast jetzt auch das alles abgeschlossen. Umschalten. So, du hast aber auch Hunger. So, Dale. Dann werdet ihr jetzt alle mal essen. Alter, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Nora von uns geht. Ich meine, sie ist jetzt schon einen Tag älter geworden, glaube ich, als Abbott. Ne, wobei ich sagen muss, aber Emmett und Nora sind auch ziemlich standhaft geblieben. Sie sind zwar einige Male gefragt worden, ob sie an einer Ding interessiert sind, aber. So, warte. Smartphone. Na, okay, warte mal. Was ist bei dir jetzt? Rangehen. Lass das mal. Du reparierst das hier mal. So, Party von David Cho zu Anita eingeladen ist. Beginnt in einer Stunde. Adrian Chesterfield möchte wissen, ob Olivia Hope an einer Verabredung interessiert ist. Okay. Wir gehen einfach mal hin. Wir gehen einfach mal hin. Sind wir eigentlich schon vergeben? Ich glaube, wir haben hier eine Romanze mit Kenny Decker. Achso, nee, warte mal. Das war gerade falsch. Hier, mit Adalrich Song. Haben wir eine Romanze. Ja, mal gucken. Mal gucken. So. Hat den Schraubenschlüssel gedreht. Wunderbar. So, er macht sauber, du gehst essen. So, was kannst du alles machen? Verbessertes, okay. Sprengen. Nee, der Kühlschrank wird nicht gesprengt. Du bist bei deiner Verabredung, da müssen wir jetzt mal gucken. Adrian Chesterfield. Jake. Was ist da jetzt los? Bogomir Colby möchte wissen, ob Olivia Hope an einer Verabredung interessiert ist. Okay, dann geh mal dahin.
Das ist aber... Wieso denkt ihr an ein... Baby? Hä? Also du gehst zur Party? Ach du Scheiße. Hey Anita, danke, dass du dich zu meiner Party... Dass du zu meiner Party gekommen bist. Ich dachte, Petrus ist eben gerade erst auf die Welt gekommen. So, wir müssen hier Olivia ein bisschen hier im Auge behalten. Ja, wir haben hier schon wieder keinen. Schon mal. Sag mal, sie wird irgendwie nur verarscht. Zuerst der, keiner da. Dann der, keiner da. Ja, vielleicht ist Adderidge einfach der Richtige. Vielleicht. Ich meine, schließlich ein Reh. Schließlich ist er der Einzige, der sie... Oh. Ups. Hoppala. Bogomir. Es tut mir außerordentlich leid, gell? Aber ja, ist halt so gelaufen, gell? Na gut, wir schauen jetzt besser, dass hier alle ausgeschlafen sind, dass wir vielleicht hier in der, also am nächsten Tag dann irgendwie mal dazu kommen, dass wir hier, warte mal, Christoph, wie geht's dir? Du könntest einfach gleich mal schlafen gehen, gell? Bitte. Christoph, schlafen. Wunderbar. So, dann, was machst du? Okay, warte mal, du hörst mal auf. Du gehst mal aufs Klo. Gehst duschen. Dann gehst du eine Kleinigkeit essen. Du kommst nach Hause. Aufgrund einer kürzlichen Umschritte wurde Tristan Law Arturo Kingsman direkt unterstellt. Aha, okay. Genau, du gehst direkt schlafen. Was ist mit dir? Du hörst auf zu trainieren. Du gehst bitte auch benutzen und duschen und dann gleich mal schlafen. Was ist mit dir? Du musst auch aufs Klo. Benutzen, duschen und dann schlafen. So, du gehst... du solltest... Geh mal du benutzen. Genau. Duschen und dann kannst du von mir aus wieder schlafen gehen. Was machst du? Essen. Und dann schlafen. Ja, ich weiß, du bist müde. Aber Karim ist endlich ein junger Erwachsener. Macht nix. Also mit Olivia wird das Ganze ziemlich eng hier zwecks Autofahren lernen. Ich habe das die ganze Zeit übersehen. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, ich hatte das so gesagt. Ah, da haben wir eh noch Zeit. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ja, so schnell vergeht die Zeit, gell? So, wo ist denn Nora? Nora, du willst irgendwie nicht mehr im Bett schlafen, gell? Du könntest hier ein bisschen was lernen. Hast du da jetzt die Gitarre von deinem Sohn? Ach nee, du hast ja selber eine. Wegen seiner unbeliebten Natur haben sich Gary Shawn, Christine, Catherine Hope auseinandergelebt. Okay. Kann passieren. Ist im Leben. Du gehst dann schlafen. Du schläfst. Rangehen. Du gehst auch schlafen. Du schläfst auch schon. Du gehst auch schlafen und du... Ja, du lernst halt also noch ein bisschen. Derek John Lindsay Vanderburg hat sich verschlechtert. Uiuiuiui. Das ist nicht schön. Sag mal, welches Level hat sie dann eigentlich? 9. Oh. Nice.
Nice, nice, nice. Noah Wille und Natascha Loh haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Ja? Im Takt. Oft geht's blöd, gell? So, jetzt schläft aber jeder, mit dem ich sonst noch irgendwas machen könnte. Das heißt... Wir werden hier einfach mal die Zeit beschleunigen. Melissa hat für den Fähigkeiten Schreiben soeben Level 1 erreicht. Nice. Aber das ist toll. Sie lernt dann noch ihren, also sie hat dann noch ihren Abschluss bei. Wir haben noch 5 Tage, um fahren zu lernen. Wer ist denn jetzt dann als erstes wach? Du bist bald ausgeschlafen. Okay, du. Das heißt Wissenschaft. Du gehst dann mal dein Bett machen und dann... Also da können wir jetzt eigentlich nichts mehr machen, ne? Okay, können wir sehr wohl noch. Hm? Herstellen, Stinksaft. Zaubertrank entdecken. Dann werden wir hier einfach mal ein bisschen was machen. So. Da, Unterhalt, Unterhalt, Unterhalt. Unterhalt. Alle Fahrzeuge wurden gelöscht. Ein Fahrzeug wurde gelöscht. Toll. Mal gucken, ob man... Nein, jetzt habe ich das... Okay, das wird wohl hoffentlich wieder kommen. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht wegklicken, aber ja. Das ist halt hier bei Sims 3 mal ein bisschen so buggy. So, komm, du bist bald wach, du bist bald wach, du bist bald wach. Um 6 Uhr bist du komplett ausgeschlafen. Schau dir das an. Du bist sogar vorher schon komplett ausgeschlafen, wunderbar. So, als nächstes wird wach. Wenn du wach wirst, kannst du dann gleich mal hier duschen. Und Reste nehmen und dann machst du hier mal alles sauber, oder? Du machst einfach die ganze Bude sauber. So, wenn du wach bist, wirst du hier auch Reste nehmen. Spaghetti mit Gemüsesoße. Wenn du wach bist, brauchst du ein bisschen Spaß. Und dann wirst du einfach hier ein bisschen Video oder halt Computerspiel spielen. SimCity. Wenn du wach bist... Du kannst dann einfach gleich wieder Geige spielen, eigentlich. Bianca Hobe ein Geschenk machen. Habe ich eigentlich irgendwas gekauft für sie? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, für meinen Enkelsohn habe ich was gekauft. Saisonale Kohle. Yay! So, was ist das? Aha. Regenbogenlicht. Dass sie sich darüber nicht freuen, das verstehe ich nicht. Gut. Wenn du wach bist, brauchst du auch noch nichts machen. Und du gehst jetzt mal aufs Klo. Glückwunsch! Christoph hat für die Fähigkeit Logik soeben Level 4 erreicht. Nice. So. Du siehst schon aus wie so ein verrückter Wissenschaftler. Das passt schon so, ne? Stinksafttrank herstellen. Den haben wir doch jetzt hergestellt. Oder ist es immer noch so? Ach so. Hm, du bist... Nein, du bist noch nicht wach. Ach, das war Nora. So, damit man deiner Tochter ein bisschen was abnehmen und sie nicht alles machen muss, gehst du jetzt wohl oder übel trotzdem hier schlafen. Eva? Wegen seiner unbeliebten Natur haben sich die Freunde Isidro, Shu und Flora Alpha hat immer mehr auseinandergelebt. Tja,
oft geht blöd, gell? Marlon Vandenberg weiß einfach nicht, was an der Zeit ist, aufzugeben. Eieiei. So, du spielst jetzt ein bisschen, gell? Du möchtest die Verbrecherkarriere beginnen, ganz sicher nicht mit Tateo zusammenziehen. Oh, das möchte er auch. Und er möchte ja, glaube ich, mit Holly zusammenziehen, oder? Nee, warte. Das habe ich gar nicht mehr, mit Holly zusammenziehen. Oh, nein. Ja, Ryan und Star sind unzertrennlich. So, wessen Handy klingelt da? Wessen Handy klingelt da? Da, deins. Das habe ich noch nicht ausgeschalten, ne? Bestnote in der Schule erhalten. Ja, rangehen. So, was haben wir denn da? Alice Mendoza möchte wissen, ob Julius Hope an einer Verabredung interessiert ist. Ja. Dann essen wir später. Mit Julius haben wir ja doch noch ein bisschen Zeit. Aber warte mal, Alice Mendoza, was ist das für uns? Mendoza. Da müssen wir da gucken. Aurora und Shannon. Ist die Alice? Die ist mit dem Adrian Chesterfield zusammen. Mara Eike. BTF. Ist die eigentlich wieder schwanger? Da, nein, sie ist jetzt nicht schon. Okay, da haben wir schon was. Petrus, okay. Also Petrus hat... Okay, Petrus hat einen Sohn bekommen. So, du machst dann eh die ganze Bude sauber, gell? So, was ist mit dir eigentlich? Hunger. Okay, warte, weißt du... Was? Wieso sind die schlecht? Ach, da haben wir auch was Schlechtes rumstehen. So, Reste essen. Iss mal ein paar Reste. Was ist mit dir, Bianca? Du hast eigentlich... Ja, was? Du hilfst jetzt auch deiner Schwester ein bisschen, indem du hier ein bisschen sauber machst. Also nicht sauber machst, aber die Betten machst, bitte. Hier unten, bitte. Schau, sie hat jetzt für einen Tag arbeiten. Das sollten wir dann auch machen. Meine Rechnungen. Oh je. Wir müssen sie gleich bezahlen. Okay. Glenda Chesterfield. Bekannte. Was bist du eigentlich für mich? Shagavon! Okay, warte mal. Kennenlernen. Attraktivität gegenüber. Frage nach Alter. Frage, ob Single ist. Stupinaki. Nach Karriere fragen. Nach Sternzeichen fragen. Warte mal, wie geht's denn ihm da eigentlich? Also er hat eh noch mehr als genug zu tun. So, wir tratschen, fragen jetzt Alice ein bisschen aus. Und? Das heißt, wenn man Alice ist unsere
Muss ich mal kurz nachgucken. Alice, warte mal. Nora ist unsere Urgroßmutter. Das heißt, die Shannon ist unsere Urgroßtante. Das heißt, Alice ist unsere Großtante. Eigentlich sollte das gar nicht möglich sein. Ist egal, was die anderen sagen. Ich finde dich heiß. Toll. Okay. Einfach nur atemberaubend. Steht da eigentlich irgendwas dabei? Nee, Bekannter. Es scheint, dass ich 7 Tage älter bin als du. Okay, das macht aber nichts. Aber er steht auf ältere Frauen. Er steht auf ältere Frauen. Mit sexuellen Neigungen und eine Beziehung mit Adrian. Okay. Umkissen, Schlacht von Pferden, Schwärmen, oh, Tratschen, Plaudern, alles Mögliche. Ibraman, Usalakimi. Usalakimi. Steinbock. Die sind sehr kompatibel. Okay. Dann Anmachspruch. Wir machen sie jetzt einfach mal an, obwohl sie unsere Großtante ist, aber. Das wird hier im Spiel nicht ganz so berücksichtigt, scheinbar. So, springt sie drauf an? Was? Flirten. Okay, das mag sie nicht. Gesellig ist okay. Schamlas. Wir bitten dich einfach mal zum Abschlussball. Obwohl du einen Freund hast. Das ist zwar ein Grund, aber kein Hindernis. Oh je. Das war, glaube ich, eine Absage. Ich bin schon verabredet. Vielleicht fragst du mal in meinem Freundeskreis. Okay, dann nicht. Dann lernen wir dich noch weiterhin kennen, obwohl wir uns total angezogen fühlen, alle beide, aber was soll's. So. Plauder. Okay, und dann können wir auch bald mal nach Hause gehen. Oder wir könnten dann gemeinsam essen. Wo könnten wir dann gemeinsam essen? Hier bei unserem Essensding eigentlich hier. Auf Terrasse hier essen. Mit anderen, mit Alice. Genau, das machen wir dann. Schließlich haben wir dann Hunger. Wir können uns gleichzeitig aufwärmen und, und. So, du bist arbeiten. Du bist dahin. Du hast einen Hunger. Okay, du willst dann eh essen. Gut, dann würde ich sagen, ich werde jetzt erstmal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sage ich erstmal, ciao, ciao.